Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich muss mal die Kamera ein bisschen näher ranholen hier, so. Ich wollte gerade los, kam der UPS-Mann mit einem Paket. Ich habe keine Ahnung. Bestellt habe ich nichts. Hört sich hart an. Und da ich es natürlich nicht erwarten kann, bis heute Abend oder so zu warten, mache ich das noch schnell ein Vor-Unboxing mit euch. Weil ich bin ja selber neugierig, wie Sau. Ultron. Was ist ein Ultron? Ach, die Headsets. Wie geil ist das denn? Habe ich euch ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber ich hatte ja, leck mich am Arsch, ist das geil. Einmal das, wo haben wir das Ultron, wo steht's? Boomer Shift Bluetooth Stereo Headset. Das ist ja geil. Und das ist natürlich in schwarz, sehr biegsam. Da kommt noch Unboxing, Hardware, Hardware-Check logischerweise. Das ist richtig geil, da kann ich dann nämlich schön unterwegs, weil schwarz ist ja meine Lieblingsfarbe, wisst ihr ja, kann ich schön unterwegs per Bluetooth Mucke hören. Freisprecheinrichtung ist wohl auch mit drin. Da steht ja, mit Freisprechfunktion. Da bin ich mal sehr gespannt. Da habe ich Bilder gesehen, da war ich ja gleich mal hin und weg, weil alleine schon dieser Klavierlack, das seht ihr jetzt nicht, das müssen wir im Unboxing machen. Absolut genial. Und dann habe ich hier noch was. Das ist auch mit einer Tüte umwickelt. Die Tüte werde ich jetzt... Die ist schon ein bisschen so ein bisschen aufgerissen, die Tüte. Also werden wir die jetzt einfach mal komplett abmachen. So. Und da ist noch was. Da ist das Booms Shift Pro Bluetooth Stereo Headset. Das andere ist auch ein Stereo-Headset. Achso, steht hier Headset. Klar, Headset hat ja auch Mikrofon. Doof. Ja. Und das ist rot. Ja, das hat hier so, so integrierte Tasten. Das will ich hauptsächlich am PC testen. Das werde ich auch für unterwegs testen, logischerweise. Aber ich dachte, das Schwarze für unterwegs, das Stylische hier mit dem... Mit dem Rot und mit den Knöpfen an der Seite macht sich dann am PC besser. Da seht ihr das so ja. Wenn ich jetzt Hangout mache, dann brauche ich nicht immer mein Kabel-Headset benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hangout mache, wie demnächst wieder über Dampfen und das 4000 Abonnenten-Special und hast du nicht gesehen, dann kann ich mir da so ein schönes, gemütliches Headset aufsetzen. Und da habe ich da kein Mikrofon dran, nichts, hat zwar auch drin, aber dann kann ich meine Rode zum Beispiel nehmen oder ich kann das so ja von hier nehmen und brauche kein Kabelgewirr, kein nix und ihr habt keine Rückkopplung, wenn ich dann halt meine internen Lautsprecher vom Laptop nehmen muss. Richtig geil. Da habe ich mich megamäßig drauf gefreut. Ich bin mal sehr gespannt. Oh. Erstmal vielen Dank an die Firma Ultron, die so nett ist, mir die zur Verfügung stellt, dass ich sie euch präsentieren kann. Ich bin da sehr, sehr heiß drauf. Und die sehen wirklich extrem genial aus. Ich kann es euch jetzt nur so mit Verpackung zeigen, wie gesagt. Unboxing, Hardware-Check kommt noch. Ich verabschiede mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.